Damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Kisten-Opening. Endlich mal wieder. Ich habe ja immer gesagt, einmal im Monat will ich das machen. Oh, eigentlich hatte ich es bisher am Anfang des Monats gemacht, aber das Übliche, wie ich schon 100 Mal im Livestream gesagt habe, die Arbeitszeiten und alles Mögliche. Aber es wird langsam. Ich gewöhne mich dran. Demzufolge wird jetzt auch wieder in Zukunft mehr kommen. Aber wir fangen gleich an mit... Ich habe vor, halt meine 16 Triumphkisten aufzumachen, weil aus der Kiste habe ich so gut wie noch gar keine Items. Dann noch die restlichen Siegkisten, weil es einfach eine meiner Lieblingskisten ist und ich die Toon Sketches ja in verschiedensten Farben sammeln und haben möchte. Und dann mal gucken, was wir noch mit den restlichen paar Schlüsse machen. Bin mal gespannt, heute ist ja auch immer noch die Chance höher, gependelte Items zu bekommen. Vielleicht habe ich da mal Glück und bekomme was Schickes. Zum Beispiel in Samurai gependelt. Aber ist er leider nicht. Aber ist egal, Import ist schon mal gut, weil aus dieser Kiste gefällt mir halt ja die Hypnotic-Felgen. Finde ich übelst geil und dann kann ich es halt wenigstens zur Not hochtauschen. Ach scheiße, bin ich zu weit raus. Ah, Schlüssel benutzen. Zack, das nächste. Natürlich wird es wieder ein Giveaway geben. Wie gesagt, einmal im Monat mindestens. Aber dazu wird es erst am Ende mehr geben. Ach schade, ich hätte leider mal den Samurai genommen. Punktewirbel. Nehmen wir mit. Bam. Das ist immer geil, wenn man eine Kiste öffnet, die man nicht so oft aufgemacht hat. Da freut man sich noch über fast jedes Item. Vor allem hätte ich das Banner gerne. Oh, ich wurde eingeladen zum Spielen. Ah, ist gerade schlecht. Rosenkönig. Gut. Kann ja noch steigern. Oh, aber hey, lackiert, siehst du? Weil die Chance so hoch ist. In Orange. Mm. Verdammt nochmal. Schlüssel benutzen, nächste Kiste. Die Felgen will ich nicht haben, die gefallen mir nicht. Die Kyros. Gyros-Felgen. Dann lieber diesen Aufkleber. Genauso wie hier die Domides-Felgen, oder wie auch immer man das ausspricht, die sehen aus wie... Wenn ich mal jetzt eine Energy-Dose vor mir hinstelle, ne? Die hat auch zwar nur eine so eine Öffnung, es sind halt 5 Dosen. Na, mal sehen. Schwitzen vor lauter Aufregung, weil ich echt Bock drauf habe, wieder Kisten zu öffnen. Und ich einfach nur nach dem letzten Reinfall, wo wir 50 Kisten aufgemacht haben und ausschließlich gefühlt nur Aufkleber drin waren, hoffe ich halt, dass wenigstens heute das Glück mal auf unserer Seite ist. Sind schon wieder nur 11 Stück von der Triumphkiste. Na gut, ich habe halt extrem selten in der letzten Zeit gespielt, dann kann man sich halt keine Kisten verdienen. Der Jan hat mir gerade noch welche gegeben. Vom Patrick im Livestream habe ich sehr, sehr viele Kisten bekommen. Oh, Komet. Geil. Den Boost finde ich hübsch. Sehr hübsch. Nehmen wir mit. Ich habe extra... Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, immer mein Feuer meistens Octane und den hatte ich dann so als Grundauto im Hintergrund genommen und da hatte ich also so Pech mit den Kisten und ich bin abergläubig in der Sache. Hab O lackiert, schick, ja, in Waldgrün, sehr geil. Und drum habe ich heute einfach mal ein anderes Auto genommen, nämlich mein, wo sieht man, ne? Mirk auf jeden Fall. Vielleicht bringt es Glück, vielleicht auch nicht, schauen wir mal. Makina. Das erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy. Also der Name, nicht die Optik. Gefühlt sind ja gerade auch bei mir im Zimmer, ach, keine Ahnung, 28 Grad, weil heute ist Sonntag. Echt schönes Wetter draußen. Aber halt auch in der Wohnung ziemlich warm. Noch ein Samurai. Sehr schön. Samurai, der Flo zum Beispiel, der fährt ihn ja extrem gerne. Und ich muss sagen, der ist eigentlich schon ganz geil. Über den Werwolf dazu mal, wo der rauskam, war ich ja völlig hin und weg. Och, kommt noch eins weiter. Aber der Samurai, der ist nicht ganz ohne. Das war schon wieder ein lackierter Aufkleber. Ich sehe schon kommen, die 40 Kisten sind wieder weg wie nix.
gib mir wieder so einen Aufkleber. Hättest du mir wenigstens einen anderen geben können. Zack, noch 5 Kisten, noch 5 Triumphkisten. Dann noch Werwolfkisten. Ach, Werwolfkisten sah schön. Siegkisten. Sascha, ich kommentiere euch nicht mehr die Aufkleber. Die haben es nicht verdient, erwähnt zu werden. Bin mal gespannt jetzt. Gefühlt gab es schon lange keine... Oh, scheiße. Ich habe gedacht, dass ich Sturm mache, weil es auch ein Leck gab. Jetzt habe ich die Energy-Dosen-Felge und unerlackiert. Na gut, nehmen wir mit. Ich meine, so hässlich ist die jetzt ohne, aber sieht halt aus wie eine Radkappe. Sturmwache hätte ich auch genommen. Es sind aber echt viele Black Markets immer zu sehen. Oh, den hätte ich gern noch lackiert gehabt. Aber ich sag mal so, wir kriegen relativ viele Importsachen, man kann nicht meckern. Es kann halt nicht jedes Item lackiert sein, leider. Und es kann nun nicht immer ein Black Market sein. Aber da hatte ich das sowieso... Habe ich da schon mal jemals eins gezogen? Nee, ich hatte bisher doch einmal Elektroschock habe ich gezogen. Aber die Tor explodiert. Ah, schon wieder ein Waldgrün lackiert. Okay. Letzte Kiste, letzte Triumphkiste. Und wir haben dann noch 24 Schlüsse über. Komm, jetzt noch ein Black Market. Oder halt einen Aufkleber. Guck mal, ich meine, so viele Kisten waren es jetzt nicht, ob wir da jetzt noch was hoch traden können. Aha. Komm, zwei nehmen wir mit. Das. Ach, haben wir schon. Oh, guck mal. Die geht jetzt noch in rosa. Okay. Grau, orange. Kaminrot. Ach komm, die. Nummer. Abflug kapiert. Diesmal in blau, okay. So, das nächste höhere sind die seltenen, quasi die. Nur die Trade. Ach, dann guck mal, da haben wir Runde genug. Weil die Sachen, die gependelten, die will ich nicht hoch traden. Na gut, dann gucken wir mal noch in die Import-Sachen rein. Weg. Samurai zum Beispiel. Auch nicht. Können wir einmal hochtraden, aber da habe ich selber den Samurai nicht mehr. Wollen wir es riskieren? Bin mir gerade unschlüssig. Ich habe schon den Komet nicht mehr. Komm. Was soll der Geiz? Bitte die Hypnotik. Hypnotik. Ja, zwar in der Standardfarbe. Scheißegal, die wollte ich auf jeden Fall haben. Sehr schön. Na wenigstens was. So, nächste Kiste. Mhm. Auf in den Siegkisten. Vielleicht haben wir damit noch ein bisschen Glück. Da wäre natürlich nochmal richtig geiles Chameleon drin. Da hatte ja der Flo im Livestream so extrem viel Glück. Das war richtig geil. Hatte ich mir gerade einen Kaffee gemacht und habe mal selber reingeguckt. Und da zieht er tatsächlich Chameleon. Nipperfelgen. Okay. Die Felgen finde ich immer noch geil. Schick, schick, schick. Oh. Tsunami, wie man es hat geleckt. Komm, sag, dass es lockiert ist. Hm? Komm, sag. Yes! In schwarz. Sehr geil. Den hab ich schon im Weiß. Das müssen wir uns gleich mal reinziehen. Tsunami-Beam. Ja, immer in Weiß. Und jetzt noch in Schwarz. Ha, edel. Gefällt mir. Das
So, 21 Schlüssel haben wir immer noch. Alles gut. Sind zwar schon... Ne, wir sind noch nicht über der Hälfte. Ich habe mir ja noch 40 Schlüssel geholt. Dann haben wir da bestimmt noch ein bisschen Glück drin. Wirklich, also die Siegkiste ist einer der besten Kisten, finde ich, die bisher Rocket League rausgebracht hat. Gerade die zwei Boosts, der Werwolf, der war einfach geil und die Felgen sind ja auch nicht schlecht. Und die Black Markets. Außer Tune-Explosion, die ist... Puh. Ach, geht. Kann man haben, muss man aber nicht haben. Nochmal die Nipperfelgen. Okay. Wir waren heute, kann man mal dazu sagen, bis gefühlt von einer Stunde, 3 oder 4 Stunden lang essen, also brunchen. Ich bin völligst vollgefressen. Ich fühle mich wie, als hätte ich 50 Kilo zugenommen. Aber hey, wir waren jetzt zwischendurch mal draußen bei dem Bombenwetter. Ich hoffe, ihr nutzt heute ein bisschen die Sonne. Weil heute ist ja wirklich sehr warm. Sommer kommt halt langsam. Der Forever Rookie. Oh, jetzt kann ich aber noch mal eine verrückte Story erzählen. Ich habe ja beim 500 Abonnenten Special mein geliebtes Drachenduell verlost. Was ich ja mal vor geraumer Zeit einfach so vom Forever Rookie, vom Ole bekommen habe. Aus heiterem Himmel, also das war übelst wahnsinnig. Habe ich dann auch nur noch benutzt. Werwolf. Ja, und dann habe ich gedacht, bei 500 Abonnenten kannst du trotzdem abgeben. Da freut sich jemand anderes darüber. Und keine Woche später habe ich tatsächlich wieder Drachenduell geschenkt bekommen. Ich soll denjenigen aber nicht erwähnen, der mir das gegeben hat. Das respektiere ich, aber einfach nur wahnsinnig, echt. Das ist... Ich meine, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Hab dann wieder meine Torexplosion. Aber wie man solche Items einfach so verschenken kann. Heftig. Generell, was ihr immer mal... Ich bin, also was hier immer so rumkommt von euch, einfach so die Großzügigkeit. Gerade auch mit dem Trade-Up-Video, was ich gemacht habe, kriege ich jetzt laufend irgendwelche Items, dass ich es bald wieder machen kann. Das ist Weltklasse, weil wenn man das alles alleine ausspielt, dann dauert es schon echt lange. Aber die Bereitschaft da zu helfen ist echt unfassbar. Wieder nur ein Aufkleber, noch nicht mal gepaintet. Das wäre natürlich richtig geil gewesen, hätte ich die Hypnotic-Felgen irgendwie lackiert bekommen. Na, gerade an so einem Wochenende, wo es doch die Chance höher sein soll und ich dafür meinen letzten Samurai geopfert habe. Verdammt nochmal. Und nochmal Witzebuch von Dominus. Was ich anfangs so hässlich und scheiße fand, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht nicht in der Farbkombi. Da kommt der Booster Soft zu entdecken, komm. Der alte Typ. Einen Schluck aus dem Glückskaffee nehmen. Aus dem Sachsenkeller-Kaffee. Viele Grüße an Svenny. Noch 3 Kisten und dann, ich bin gespannt, was können wir denn noch für welche aufmachen. Viele Schlüsse haben wir dann nicht mehr, aber ich hau die alle raus. Ich will die 40 Schlüsse weg haben. So, die letzten 2. Jetzt einmal noch Kamee und Sturmwache. Sonst, also bin ich ganz bescheiden, mehr will ich gar nicht an. Oder weißen Werwolf. Okay, fast. Fast habt ihr doch gesehen. Unten drunter war.
der Weiße Werwolf und gleichzeitig noch Sturmwache. Hat geleckt. Krieg ich jetzt etwa den Morscher lackiert? Ja, tatsächlich. Weiß. Okay. Behalte ich. Jetzt will ich auch nochmal hier gucken, dass ich die Aufkleber hoch trade. Davon haben wir doch ein paar bekommen. Grau. Ach, grau ist es nur oder was? Ne, hier. Das war jetzt sehr schlau, dafür habe ich wieder einen Aufkleber raufgenommen. Oh, strahlend. Ey, das war falsch. Den hier. Können wir den nehmen? Den. Boah, den grauen. Scheiße, jetzt muss ich mich noch von einer Farbe verabschieden. Na komm. Was soll's? Überfegen lackiert. Geil. Mal sehen, ob ich die schon hab. Natürlich. Dann tauschen wir den mal hoch. Zerrissenen Comic können wir noch mit... Ne, den ne, weil das kann ich ja nicht tauschen. Da haben wir den noch mit rein. Und dafür noch einmal ein Nipperfelgen raus und eine Strahlen rein. Da habe ich die normalen noch. Toonsketch lackiert. Uhuhu. Das war ein Boost. In Pink. Aber hey, da fehlt er mir noch. Na, jetzt habe ich mittlerweile Waldgrün, Safrangelb, Lindgrün, gebrannte Sienna und Pink. Mann. Haben wir da ein bisschen was zum Hochtauschen? Wir hätten zwei Werwölfe. Den Pink tun wir mal raus. Dann haben wir hier noch einen normalen. Tsunami Beam normalen. Ach komm, und den Werwolf. Die gerade die Felgen gepainted. Ich weiß nicht, da die Felge also eigentlich das größte hier so immer die gleiche Farbe bleibt. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Safrangelb, lieber Ruhe. So, wie viele Kisten? Schlüssel haben wir noch 7 Stück. Was macht man da auf? Sagt mal was, was machen wir auf? Haben wir hier drin ein paar Black Markets. Overdrive. Die könnte ich natürlich auch nochmal aufmachen, weil ich hätte gerne das Höllenfeuer. Das kriege ich aber eh nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, kriege ich das eh nicht. Dann könnten wir natürlich noch eine Nitro-Kiste aufmachen. Komm, was soll der Geiz? Nicht lang fackeln. Oh Mann, ey, das wär's gewesen. Verdammt. Oh, jetzt schwitze ich leider mehr, aber wenn ich nächste Phase in Kobaltblau, schätze ich mal. Okay. Komm, letzte Nitro-Kiste raushauen. Hab's letztes Mal gesagt, ich will eigentlich von jeder Kiste eine übrig haben, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, wozu? Also, war ich gerade ganz nah an Trendy XX dran. Ach, jetzt krieg ich die Scheiß. Die blöden Felgen, ja. Vielen Dank. So. Was haben wir hier noch? Davon noch welche aufmachen. Ach ja, da waren wir ja gerade schon drin. Das wollen wir auf jeden Fall nicht öffnen. Oder halt doch noch mal. Was ist denn hier? Die Partyzeit ist echt geil. Ach komm. Machen wir nicht auf. Wir machen jetzt doch noch mal die Champions Kisten 3 auf. 5 Stück. Vielleicht haben wir da nochmal Glück. Was Gescheites rauszubekommen. Oder was Lackiertes. Egal. Oder halt einfach einen Aufkleber. Hypernova hätte ich genommen, weil den Boost habe ich überhaupt noch gar nicht. Und ich bin eine Sammelhure. Ich will alles haben. Bringt es etwas mehr Glück. Breakout Type S. Lackiert gibt es ihn leider nicht.
Aber ich glaube, in dieser Kiste kann ich nichts hochtraden, weil da machen wir einfach zu wenig Kisten auf. Und davon habe ich bisher auch zu wenig Items. Nochmal eine Aufkleber. Turbo. Ich überlege gerade, kann man denn hier im Inventar filtern nach Cooldown? Also, wenn man sagt, ich will nur die Items sehen, die jetzt noch Abklingzeit haben. Mal sehen, ob das geht. Das wäre nämlich praktisch. Wenn nicht, dann liegt es nämlich an euch. Ich hoffe, ihr habt das ganze Opening gesehen. Es geht darum, dass wir das wieder so machen wie gewohnt. Ihr könnt euch jetzt irgendwas raussuchen, was ich gezogen habe, aber sagt jetzt nee, ich will den Samurai zum Beispiel haben, weil den habe ich hochgetradet. Das habt ihr ja miterlebt. Aber die Trade-Ups, was da rausgekommen ist, könnt ihr euch natürlich auch dazu entscheiden. Ich würde euch das gerne nochmal zeigen. Aber ich kann, glaube ich, nicht noch... nee. Ich kann nicht nach Cooldown filtern. Aber ihr habt, wie gesagt, ihr habt es ja mitgesehen, wenn ihr sagt, oh, das Item, was gepainted ist, das hätte ich sehr gerne. Dann schreibt es jetzt Kommentar drunter. Ich werde das wieder, ja, mindestens 6 Tage, ich sag mal in 7 Tagen, nächste Woche Sonntag, werde ich dann die Auslosung auslosen. Und dann kriegt ihr Bescheid, wer da gewonnen hat. Ich wünsche euch allen viel, viel Glück. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.